alle zusammen. Guten Morgen. Wir gucken heute die neue Woche Tag für Tag für Impulse. Ihr wisst, das ist ein riesen Deck und es dauert jetzt kurz, bis ich die 7 Karten habe. Aber wenn natürlich gleich 3 rauskommen, ist es perfekt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr könnt euren Sonntag genießen. Ja, wunderbar. Die erste Lage hätten wir schon mal. Okay, ihr Lieben, wir drehen um. Ich lege mir die Vögelchenkarten noch raus für den Schluss, sonst vergesse ich das wieder. Gucken wir zum Montag hin. Ja, es fängt schon mal gut an. Wir haben die 3 der Emotionen. Wir haben den Klee dabei. Hier geht es um schöne Neuigkeiten. Gute Nachrichten, die des Weges kommen. Neue Menschen, Gleichgesinnte. Man kommt sich näher, es ist so ein bisschen eine aufregende Zeit. Etwas beginnt, etwas endet, Neuanfänge, schönes Glück im Alltag auch irgendwo. Der Klee ist für mich auch immer die Karte, die enthält mehrere Bereiche, Minimum 2. Also hier gibt es einiges zu erkundschaften. Geht's gerade so weiter, ne? Wir haben mit den Sternen einen Tag der Klarheit, einen Tag, um in die Sterne zu gucken, einen Tag, wo sich Dinge auch wenden können. Wir haben ein bisschen Magie, ein bisschen Glück, ein bisschen Spiritualität. Und wir haben die 7 der Emotionen und da geht es darum, dass man eine Entscheidung treffen sollte, was man hier vielleicht auch gut kann, weil man sich klärt. Dass man Dinge, die man vor sich hergeschoben hat, in die Hand nimmt. Man zögert vielleicht ein bisschen. Man versucht zu vermeiden. Und wenn irgendwie ein bisschen Input fehlt, welchen Weg, welche Entscheidung man wählen soll, dann bittet ihr oder wir hier um Führung. Um eine Lösung, die unserem Wesen entspricht und für alle gut ist. Das ist schon hier auch so, ne, da hat man echt ein bisschen Glück in der Woche. Die Dinge stehen unter einem guten Stern, sie rollen schön langsam schon so an. Mittwoch, ein bisschen Schicksal. Ja, wundert mich auch nicht. Mit dem Heiler des Denkens geht es darum, Ordnung zu schaffen bei irgendetwas. Hier bahnt sich ja schon die Entscheidung an. Man weiß, man braucht einen anderen Weg. Man denkt, ach, morgen, übermorgen. Ja, und dann drückt es hier so ein bisschen. Zeit spielt eine Rolle. Es geht darum, sich zu strukturieren, Ordnung zu machen. Vielleicht auch von Personen, die mehr nehmen als geben.
Hier geht es auch darum, die Lebenserfahrung mit einzubeziehen in die Dinge und trotzdem den Humor zu genießen. Also eine neue Ordnung, eine neue Struktur in all den Bereichen, wo sich immer wieder auch zeigen. Donnerstag haben wir hier die Lilien. Da möchte die Familie angeguckt werden. Da geht es vielleicht um körperliche Angezogenheit. Da sind die Hormone in Wallung. Da führt man irgendwo auch einen Kampf. Oder man möchte etwas in Frieden zu Ende bringen. Und es geht darum, dass man etwas erkennt. Das ist schon hier, kündigt es an, hier kommt etwas. Das muss neu geordnet werden, braucht eine neue Struktur. Kann ja im Übrigen auch ein Familienthema sein, zum Beispiel. Und das hier ist der Tag der Wahrheit. Da kann man ein Schwert niederlegen. Ja. Die Wahrheit offenbart sich einem. Es fühlt sich gut an. Man fühlt sich wie aufgewacht. Falls man braucht, darf man hier auch mal eine Auszeit nehmen. Ne? Man hat sich so vorangearbeitet. Man hat jetzt die Lösung auf dem Schirm. Und man hat hier so ein friedliches Gefühl und kann ein Nickerchen halten. Freitag haben wir, dass das Außen eine große Rolle spielt. Das sind immer die Situationen, auch die wir nicht kontrollieren können. Das Sehen und Gesehen werden. Vielleicht mag man da auch mal sich wieder zeigen in der Welt. Und hier sieht man eine hilfreiche Hand mit der 5 der Fülle. Das Gefühl auch der Unterstützung, die von außen auf einen zukommt. Man darf sich auch so ein bisschen fragen, wie weit kann man denn Unterstützung überhaupt annehmen? Das könnte hier auch ein Thema sein. Man muss sich dran gewöhnen, ne? Weil man im Leben oft auch schon so, ich nenne es jetzt mal, echt versaut wurde vom Vertrauen in andere. Die haben dir erst die Hand gereicht und nachher gab es den Stich. Und um sowas kann es hier gehen. Ne? Hier wird auch gesagt, wenn irgendetwas herausfordernd ist, dann ist es vorübergehender Natur. Man kann sich noch ein bisschen in Geduld üben und die Dinge halt schön auf sich zukommen lassen. Dann nehmen wir den Samstag. Das ist auch eine schöne Sache. Wir haben die 10 der Emotionen. Etwas, was an uns genagt hat, ein Mangel, eine schwierige Sache. Kriegt jetzt so langsam das Gefühl von, ich werde emotional erfüllt. Es gibt Harmonie mit den Menschen, die du liebst. Verständnis, Freundlichkeit, bedingungslose Liebe. Das Angekommensein auch irgendwo. In seinem Umfeld, an seinem Platz. Und aus dem Mangel in die emotionale Fülle kann es besser eigentlich nicht sein. Ja, Sonntag haben wir das Haus, die Häuslichkeit, die Umgebung, vielleicht auch wieder die Familienthemen. Es gibt vielleicht was zu tun. Man, ja, das ist auch hier macht man so einen Drahtseilakt. Ja. Vielleicht ist einiges liegen geblieben diese Woche. Man versucht, alles Mögliche zu realisieren. Und hier wird aber gesagt, na, baue mal auf dein Fundament, nutze die Dinge, die du schon hast, hole das Glück auch aus deiner Umgebung. Es geht ein bisschen ums Jonglieren. Es geht darum, die Leichtigkeit und die Zuversicht nicht zu verlieren. Es geht darum, wenn man etwas tut, es so vergnügt wie möglich zu machen. Hier kann auch sein, so ein bisschen ein Tag von Multitasking, dass man eben vieles bewerkstelligen möchte oder auch einen guten Plan hat. Und es geht darum, hier positiv zu sein, eine gute Einstellung zu haben, denn die führt hier auch zum Erfolg. Also alles Themen, die hier schön sind. Ich habe jetzt nichts Spezielles mit Geld oder Liebe oder irgendwas, aber immerhin gute Impulse. Jetzt zeigen sich Themen, die haben mit dem Umfeld zu tun, mit der Familie und mit einem persönlichen Punkt in deinem Leben, in unserem Leben, der schwer ist.
Wir gehen in dieser Woche sehr viele karmische Prozesse in eine andere Beständigkeit rein. Man kann ein Schwert niederlegen, man beendet einen Kampf. Und mit dem Wellensittich haben wir hier noch, ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein, das wird hier auch schon gesagt, ne? Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an, liegt hier, ne? Wunderbar. Dabei belassen wir's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis morgen.